Hallo, meine lieben Freunde, was geht? Willkommen zurück zu, ich sollte ins Spiel klicken. Zu, Let's Play Pokémon Mystery Dungeon Erkundungsteam. Himmel. Was ich versuche von der Festnahme von Reptile angeht. Wir warten noch eine Information, ob Reptile gefasst wurde. Ihr versteht, dass ihr es kaum erwarten... ich verstehe, dass ihr es kaum erwarten könnt, bis endlich etwas passiert. Aber seht es als Geduldstest an. Denn wir möchten, dass ihr weiterhin eurer gewohnten Arbeit nachgeht. Okay. Oh, was ist das für eine Sirene? Wachmeister Magnetilo ist da. Dies ist eine Nachricht von Oberwachtmeister Magnison. Wir freuen uns, diese Nachricht überbringen zu können. Reptane wurde endlich gefasst. Wow, endlich! Oh, Donnerwetter. Oh, Reptane wurde gefasst. Oh, feuer. Er hat es geschafft. Juhu. Oh. Das ist nicht alles. Reptane wurde von dem großen Zwölfens gefasst. Wie er uns mitgeteilt hat, wird er mit Reptane in die Zukunft zurückkehren. Oh, Zwölfens. Er geht nach Hause? Er geht wieder zurück in die Zukunft? Wie soll das denn gehen? Ich habe nicht behauptet, dass ich das weiß. Aber wie ich gehört habe, werden sie durch einen Tunnel reisen. Er nannte es ein dimensionales Loch. Soweit ich weiß, hat er auf dem Hauptplatz der Stadt ein dimensionales Loch geöffnet. Zwölfens sagte, dass er sich gerne verabschieden würde, bevor er geht. Deshalb hofft er, dass ihr zum Platz vom von Stadtstadt kommen werdet, um ihn ein letztes Mal zu sehen. Hey, na, worauf warten wir noch? Beeilung, wir müssen nach Stadtstadt. Ja, Mann, let's go. Tschüss, der Mann. Wir sind schon alle da. Hey, ich kann, ich sehe den großen Zwölfens noch nicht. Was ist das? Ich würde sagen, dimensionales Loch. Das ist das dimensionale Loch. Dimensionales Loch? Ach so, oh, das mag der Tilo zuvor erwähnt. Oh, Donnerwetter. Oh, das ist es. Oh, da sieht mal einer an, ja. Oh, wenn man da reingeht, oh, bringt es dann einen zurück in die Zukunft, oh, ja. Vorsichtig. Geh nicht zu nah dran. Wenn ihr es berührt, werdet ihr sofort in die Zukunft befördert. Seid bitte äußerst vorsichtig. Hey, Selfe, Vesprit und Turbitz ist auch da. Dragon. Ja, ihr seid alle in Sicherheit, da bin ich froh. Natürlich. Hat der Plan funktioniert? Ja. Ich muss wirklich sagen, dass der Plan von Zwölfitz einwandfrei funktionierte. Reptane wurde gefasst. Und wir haben die gestohlenen Zahnräder der Zeit wieder. Ja, großartig. Zwölfitz müsste gleich hier sein. Oh, wer ist das? Oh, das ist der große Zwölfitz. Hier kommt der große Zwölfens. Leute, macht Platz! Wie Krakelo einfach immer ausrastet. Das? Oh ja. Ist das Retain? Ja, er sieht wirklich wie ein übler Kerl aus. Zum Glück haben sie ihn geschnappt. Ach stimmt, seinetwegen wäre fast die Welt untergegangen. Pokémon. Ich darf euch heute eine wunderbare Neuigkeit überbringen. Endlich wurde Reptane wurde gefasst. Dies war nur dank eurer Hilfsbereitschaft und Kooperation möglich. Ich kann euch nicht genug danken. Yay, wow, krass, yeah. Wie ihr seht, ist Reptane ein gemeines und hinterhältiges Pokémon. Nach seiner Festnahme sollte in eurer Welt für lange Zeit Frieden herrschen. Wie es aussieht, haben sie Reptane geknebelt. Er kann kein Wort sagen. Aber ich habe auch eine schlechte Neuigkeit. Es ist an der Zeit für mich, in die Zukunft zurückzukehren.
Lebt wohl. Ich muss euch nun verlassen. Oh, stimmt also. Hey. Oh, das macht mich ganz melancholisch. Melancholisch. Oh, ich wollte doch so viel von dir lernen, jawohl, ja. Selfe, Vesprit, Turbots. Ich vertraue euch die Aufgabe an, es zu Ende zu bringen. Ja. Wir wissen Bescheid. Wir haben die Zahnräder der Zeit wieder. Und werden sicherstellen, dass sie wieder dahin kommen, wo sie hingehören. Das ist eure Aufgabe. Vielen Dank für alles. Du hast uns wirklich alle gerettet. Oh, ach was. Du warst sehr freundlich und hilfsbereit. Ich hoffe, dass du weiterhin für die Sicherheit der Welt sorgen wirst. Ja, darauf kannst du dich verlassen. Und nun, es ist leider Zeit. An der Zeit, so. Ist leider an der Zeit. Zack, tschack. Pokémon. Es tut mir im Herzen weh. Oh, ich hasse traurige Abschiede. Oh. Ich hoffe, dass wir uns wiedersehen werden. Ah, Zweifels! No. Ach ja. Bevor ich gehe, muss ich noch zwei Pokémon sehen. Dragon und Doki. Das sind wir. Gehen wir zu ihm. Okay. Jetzt nehmen wir also wirklich Abschied. Zwölfinst. Du hast so viel für uns getan. Danke, wirklich. Nun, dies ist der Abschied. Oder nicht? Was? Es ist noch zu früh, um sich zu verabschieden. Ah. Ihr zwei, kommt mit mir. Ah. Was? Oh meine Güte. Dragon Doki. Was war das? Was ist gerade passiert? Warte, was? Ah. Hat Zwölfen zu... Warte. Was? Nein, wir speichern nicht. In die Zukunft, Kapitel 14. Wo bin ich? Wurde ich mitgerissen? Ich kann nicht. Werde wieder ohnmächtig. Ach du Scheiße. Alles so grau und düster. Alter. Was ist da? Ist das ein Turm? Sieht so aus wie so ein Turm irgendwie. Verzeihung, dass ich dich warten ließ, Meister Dialga. Ich hatte zwar mit mehr Schwierigkeiten als erwartet zu kämpfen. Doch letztendlich gelang es mir, sie zu fassen, ja. Gott. Mir ist völlig klar, was getan werden muss. Wer den Verlauf der Geschichte verändern will, muss aus der Geschichte getilgt werden. Ich werde das sofort in Angriff nehmen. Ich verstehe, wie du wünschst. Entschuldige mich. Es ist Zwölfens eigentlich der Böse, oder wie? Okay. Dachte ich mir doch, ey. Hey, Doki, wach auf, Doki. Ja.
Du bist wach. Dieser Ort, ich glaube, es ist ein Gefängnis. Gefängnis? Ich bin noch nicht lange wach, also weiß ich nicht sicher, was los ist. Ich habe versucht, die Türen zu öffnen, aber sie sind abgeschlossen. Es scheint sonst keinen Weg nach draußen zu geben. Ich glaube, wir sind eingesperrt. Was ist hier los? Wir sind eingesperrt? Ich weiß auch nicht, was los ist, aber ich kann versuchen, es rauszufinden. Okay. So, da sehen wir die Map auf der anderen Seite, okay. Und ich versuche, die Tür zu öffnen. Die Tür lassen sich nicht öffnen, nur. Das bringt nichts. Dragon hat recht, die Türen gehen nicht auf. Es sieht wirklich so aus, als seien wir eingesperrt. Wie sind wir hier gelandet? Ich glaube, es war so, Zwölfens hat uns gepackt und dann hat er uns in das Ding mit so einer Loch gezogen. Was? Warte mal, ist das hier vielleicht, also vielleicht ist das die Zukunft? Aber das ist, ich kann es nicht glauben. Ich meine, das hier sollte Zukunft sein. Warum sind wir überhaupt hier? Ich weiß es nicht. Aber ich habe noch nie einen Raum gesehen, der so wie dieser gebaut war. Jetzt, wo ich darüber nachdenke, vielleicht ist das wirklich die Zukunft. Doki, wir sind wirklich in der Zukunft gelandet. Was sollen wir jetzt tun? Also wenn das hier die Zukunft ist, wie sollen wir dann wieder in unsere Welt kommen? Weiß ich nicht. Ich glaube gar nicht. Wow, ich glaube wirklich nicht. Sie sind wach, es kommt gerade recht. In Ordnung, lass es uns schnell erledigen. Schnell erledigen? Irgendwas denn? Oh Gott! Was? Ah, sie haben die Augen verbunden. Ich kann nicht sehen. Mitkommen! Ah, schubst mich nicht so. Mit verbundenen Augen weiß ich nicht, wohin wir gehen. Wo bringen sie uns bloß hin? Ich weiß es nicht. Wir sind da. Ah, Strang, okay. Wo bin ich? Sie haben mich gefesselt, ich kann mich nicht bewegen. Warum passiert das alles? Hey. Dragon. Bin ich froh, dich zu sehen. Ist alles in Ordnung? Ihr habt keine Ahnung, was euch erwartet. Ihr könnt es euch wohl leisten, so ruhig zu bleiben. Hä? Diese Stimme kam von dort drüben. Reptain! Ja, zwei. Habt ihr auch nur einen Schimmer, wo ihr seid? Nein. Ihr seid in einem Gefangenenraum. Sie wollen uns ein für alle Mal aus dem Weg räumen. Was? Uns aus dem Weg räumen? Moment mal. Es ist nicht schwer zu verstehen, warum sie dich loswerden wollen, Reptain. Aber warum uns? Wir haben nichts Falsches gemacht. Ja. Ist mir sowas von egal. Irgendetwas müsst ihr getan haben, dass sie nicht dulden können. Was? Wir haben nichts Falsches getan. Denk bloß nicht, dass wir wie die sind. Ist mir egal. Tja, während du noch dabei bist auszuflippen, sind sie bereits auf dem Weg. Und da sind sie auch schon. Okay. Tobias. Ja, wer ist das? Das sind die Gefängniswärter, die hier die schmutzigen Jobs verrichten. Zufällig sind sie auch die Untergebenen von Zwölfinst. Was? Untergebene des großen Zwölfinst? Hey, da ist Zwölfinst. Herr Zwölfinst, die drei wurden an die Pfähle gebunden. Gut. Zwölfinst, ich bin das Dragon. Sehr gut, Sobiris. Diese drei müssen aus dem Weg geschafft werden. Was? Beachtet sie nicht. Macht euch bereit. Ich weiß immer noch nicht, wie ich Reptain sprechen soll, das ist das Problem. Warte, Zwölfins, was ist mit dir los? Warum tust du uns das an? Spart euch euren Atem. Seid lieber still. Psst, sprecht leise. Damit sie euch nicht hören können. Leise sprechen? Ihr zwei. Wenn ihr hier rauskommen wollt, da müssen wir zusammenarbeiten. Was? Mit dir, Reptain? Ja, ich habe keine Zeit, lange zu überlegen. Oder wollt ihr lieber hier bleiben? Psst, hey du da. Ich? Was? Hä?
Sag mal, fällt dir irgendwas ein, das du tun könntest? Was ich tun könnte? Was ist denn für eine Frage? Was tun? Attacke nutzen. Eine Attacke? Das könnte klappen, aber nein, das bringt nichts. Wir sind gefesselt und wir können uns nicht bewegen. Es sollte etwas sein, das man sofort einsetzen kann. Es muss nichts Ausgefallenes sein. Fällt dir nichts was anderes Einfaches ein? Du bist keine große Hilfe. Was tun? Angreifen. Das ist es, das klappt. Wenn es nur ein regulärer Angriff ist, kann ich auch mitmachen. Na gut. Wir sind jetzt bereit. Sehr gut. Sehr gut. Aber seid bis zum Ende wachsam. Lasst sie nicht aus den Augen. Vor allem nicht diesen Reptain. Beginnt jetzt. Okay. Sie kommen. Hör zu. Sabrina schlagen mit ihren Klauen zu. Na je, das klingt scheußlich. Na, und genau das können wir uns unserer Flucht ermöglichen. Die Zubiris werden ihre Quarazfurie einsetzen. Das ist unsere Chance. Wenn sie uns angreifen und dabei die Seile treffen, mit denen wir gefesselt sind. Hier, oh, genau. Die Seile könnten sich lösen. Genau. Und wenn das passiert, startet ein Angriff und flieht. Aber was, wenn ihre Kratzfurie die Seile nicht zerschneiden? Was, wenn die Zubiris gar keine Kratzfurie einsetzen? Wenn das passiert, nicht auszudenken. Ja. Halt das durch. Wartet auf eure Chance. Aber wenn sie weitermachen, dann sind wir erledigt, bevor unsere Chance kommt. Hey. Da ist ein Riss im Seil. Jetzt. Angreifen. Los. Was ist das? Da. Wir können nicht sehen. Reißt euch zusammen. Es ist nur ein Strahlorb. Der Effekt lässt bald nach. Wir sind weg, okay. Wir sind weg. Oh, gut. Oh, juhu. Verflucht! Dieser Reptain. Er ist unter der Deckung des Lichts aus dem Strahlorb geflohen. Damit kommen sie nicht davon. Aber sollen wir hingelaufen sein? Ja, ich denke, da... Oh, vergraben. Okay, ich dachte, jetzt sind die Säulen gerannt, aber okay. Ich habe Dreck im Mund. Wir sind in Sicherheit. Tame beherrscht also die Attacke Schaufler. Er kennt wirklich viele Attacken. Wir sind entkommen. Aber wir sind noch lange nicht in Sicherheit. Lass uns abhauen, aber schnell. Okay. Heieiei. Nein, ich möchte nicht speichern. Der Part ist auch gleich vorbei. Uiuiui. Ja, hier beenden wir den Part, Leute. Ich würde sagen, wir sehen uns bei das nächste Mal wieder. Haut rein.